Hi, willkommen zurück bei Alan Wake. So, ich bin schon mal hier unten auf das Feld gegangen, weil der Ober hat der komische Kran, nee, der Bagger zu laut gerührt. Das war ein bisschen komisch. Ich bin einfach nur, wie gesagt, mir war hier Ober, haben wir es jetzt schon mal Schluss gemacht. Und jetzt bin ich gerade runter auf das Feld und dann müssen wir in die Richtung. Aber wir gucken jetzt eher schon mal, was da oben ist. So, in dem Haus was gibt. Oh, das ist doch schön. So, Pfeil, da ist doch bestimmt was drin, oder? Oh ja. Oh ja. So, was haben wir dann alles? Flashbang, Revolver-Ammo. Da haben wir genug. Warte mal, dann switche ich gerade mal auf den Revolver. Oh, fuck. Kommst du rein? Okay, das ist praktisch. Jetzt stehen wir gerade hier und können so die Muni wieder nehmen. Wunderbar. Hier noch irgendwas anderes. Zum Beispiel eine Manuskriptseite. Oh Gott. Was zur fucking Hölle, ey. Das war gar keine gute Idee. Holy shit! Was war denn das? Na super. Warte mal, jetzt gehe ich gerade erst mal direkt gucken, was da oben ist. Das würde mich jetzt mal gerade interessieren. Ob es auch wieder was gibt, wenn man die besiegt, weil das hört man noch gar nicht. Das ist komplett neu. Und das sind so mal abgelegene Ecke. Eventuell sollte ich Flair zünden. Hossa. Das ist neu. Okay, aber. Aber wie Hans. Das hat jetzt zwar nichts gebrochen, hier gibt es sonst nichts, aber. Schade, schade auch. Hier ist auch nichts. Warum auch noch nicht, oder? Okay, Wunder. Ist ja nichts. Heiballe. Beziehungsweise. Kehballe. Blöcke. Ah ja, dann gehen wir uns halt nochmal die Muni holen. Und die anderen zwei Kille, wo dann kommen. So, und hier Revolver-Ammo holen wir uns gleich. Wenn ich es verschwende. Oh, hallo. Hörst du bitte? Jetzt lohnt sich doch die Ammo zu holen. Sehr schön. Gut. Unser Taschenlampe wird sich dann auch aufladen, wenn man. Ach, guck mal, da war schon die erste Hinweis. Naja.
Dann rennen wir mal durch das Maisfeld. Oder was davon übrig ist, besser gesagt. Du Scheiße, was ist denn da oben auf dem Dach? Ach, denn das ist. The brothers used to be some kind of rock stars, but it hadn't really sunk in until I saw the stage. Von der Stage haben wir noch schon was gehört. Al! Run! Incoming! There's too many of them! Ach, Scheiße. Oh. God damn. Holy shit, fuck. I'm so glad you decided to go it alone, Mr. Watson. Shut up and shoot! Oh ne, oh net defend. Al! We have to fight them off! I can set off more of the fireworks from here and help you out! Hey, Al! Did you notice there's a lot of ammo and stuff around? This place is stopped! Hold on! I'll try to get the stage lights on! Genau, mach mal. Hörst du bitte? Oh, super. Jimmy hat dabei wieder nichts reagiert. Ganz klasse. I'm so glad you decided to go it alone, Mr. Johnson. Shut up and shoot! Ow! We have to fight them off! I can set off more of the fireworks from here and help you out! Stuff around? This place is stopped! Al, hold on! I'll try to get the stage lights on! Genau, machen wir die Lichter an, das könnten sie eventuell helfen. Heavy Duty Lantern, wow! Irgendwie. Das ist eine gute Idee. Stay in the light. Och nö, verdammte Axt, ich wollte doch einfach nur die Flashbang schmeißen. Ich weiß nicht, wie das geht.
Oh, och nö. Ich hasse solche Welle. Schon immer gehasst. Okay, das dauert okay. Zwieback, glaube ich, also. Nee, hier ist gar nichts awesome. Okay, so, ich muss das Ganze ein bisschen abkürzen, weil ich habe ungefähr 50 Milliarden Anläufe gebraucht, weil ich hasse solche Wellekämpfe. Ich hasse es einfach, weil ich es auch nicht kann. Einfach nur sowas von furchtbar nervig. Da müsste man jedes Spiel abwerten, wenn es Wellekämpfe drin hat. Das ist unglaublich. So, dass du mir sie erst nochmal aufmunitionieren. Ich habe nur noch einfach so mit Flares und Flashbangs um mich geschmissen und so. Nee, das Heavy Duty Light will ich schon haben, das ist schon cool. Aber was wir jetzt trotzdem noch machen müssen, trotzdem ein kleiner Cut, weil mein Cut's jetzt raus will. Super Timing. Also wir machen dann hier gleich weiter. Bis dann. Okay, so, dann können wir jetzt mal an das Andersenhaus gehen und ich hoffe doch, dass wir dort mal ein bisschen Ruhe haben. Da hinten ist noch dieses Ding, wo man gar nicht aufsammeln dürfte, weil die Cutscene kam. So, und jetzt hoffe ich, dass das Spiel keinerlei Welle, Angriffe im Isebide hat. Also, die ging mal in Mass Effect auf den Sack. In Deus Ex gab es, glaube ich, auch ein paar. Also in jedem Spiel, wo ich spiele, halt, ich mag das Element einfach nicht. Das ist einfach unnötig. Also so Welle-Shooter wäre danach auf keinen Fall was für mich. So rein auf dem Ding basiere. Aber jetzt eher schon mal. See, bestseller? No reason to worry. Your cutout's good as new, right where I left it. I'll come back for it once we have the place secured. Yeah, that's been my biggest worry all this time. We need to get this thing moved out of the way. Okay, so. As far as I got, before they ambushed me. So, was kann ich mit dem Ding machen? Also irgendwie, das ist so der Aufsteller gefallen im Barrier. Kann man nichts sagen. Oh, komm, und da oben ist irgendwas. So, warte mal. Mir muss auf jeden Fall da oben das Teil dran.
So viel steht fest. Hier ist auch eine Leiter, aber ich bin nur gerade so frei und gucke mich hier mal um. Was hier irgendwas gibt, ist total verrostet, da Mähdrescher oder was oder was auch immer. Ja, die Farm hat tatsächlich schon bessere da gesehen. Oh, eine Manuskriptseite. Gerne. Nightingale finds the manuscript. As the deputies hauled Wake and Wheeler away, Agent Nightingale eagerly examined the stack of papers Wake had been carrying. It was incomplete. A collection of random pages. But there was enough. He saw his own name in there, among others. His hand shook with emotion. Finally, it was proof. He had been right all along. Okay. Gut, wenn der sein Name dort drin lässt, dann Manuskripte dreht er bestimmt komplett frei. So wie der Nightingale drauf ist. Eieieiei. Ah gut, da können wir gar nicht lang momentan. Dann sehr schön. So, und zu einem Glück war das Ding jetzt auch nochmal abgestürzt. Gucken wir mal, ob es jetzt funktioniert. Hey, I think Alan Wake here has something to say. What's that, Al? I'm Alan Wake. I'm always right about everything. And if I don't get my way, I'll sulk all day long. I'm always intense and moody. It makes me very attractive and mysterious. To Barry. Right now, I'm just standing here because I need my best friend Barry to carry me. But that's okay. I could just take him for granted. I think I see what you did there. Yeah, it was pretty good. You want me to do my imitation of Barry Wheeler? No? Thought so. So. Oh, okay. Na, das doch mal Service. Ich glaube, wir können es auch direkt hier runter gehen. Naja, okay, gut. Das ist ein bisschen falsch, schade. So, Barry. Wow! You look at that thing, Al! They really went all out with this Viking crap, didn't they? Ach du Scheiße. Look at all this stuff! They must have done okay for themselves, so how come I never heard of these guys before? And this from the guy who learned about Ozzy Osbourne through reality TV? Barry, Kulturlüge, Ozzy Osbourne, nur was über die Reality-Shows kenne. Skandalös. Oh, ich wollte jetzt die Erschlossung machen. Ach, cool! Search back memories. Hey, remember when I got you that gig? Your first real writing job. What got you started? Was this one of your episodes? Vice versa. In Night Springs. Tonight's episode. The Dream of Dreams. Eh, that's by someone else. We join Mr. Jones as he explores the endless dreamscape, only to be brought to a sudden stop by a decidedly mundane situation. A long line of people. Hey, Jones, right? Listen, we're gonna have to wait until His Highness over there is good and ready. Oh, wow. Who's that? You don't know him? What are you, new? He's the guy dreaming us. Well, not just us. He dreams everything. All of this. But wait, no. I'm the one who's dreaming. I'm asleep. Isn't this my dream? Oh, yeah. Sure. Get real, pal. You're just another dream. I'm a dream. You're a dream. The weirdo in the diving suit is a dream. And the girl made of smiles and sunshine is definitely a dream. But I'm pretty sure I'm dreaming this. Well, maybe you're a really confused dream. What am I, a shrink? All I know is I'm going with the smart guys. And they say that's the guy doing the dreaming. Right there. I don't know what that means. It means we keep him happy. No sudden falls. We make sure he has his clothes on when he goes out in public. No chases where the monster is nipping at his heels and he runs like crazy, but his legs don't seem to get him anywhere. None of that.
Because if he wakes up in a cold sweat... Oh. Yeah, precisely. So we wait till he wants to move on. Keep things nice and calm. Hey, something's happening here. Yeah? What's that? What? Can't you hear that? Oh, God help us. It's an alarm clock. Oh, it's you, isn't it? Please, man, I got a wife and kids. Please don't wake... Tja, vom Traum aufgewacht und die ganze erträumte Person ist in tot. So, was haben wir denn hier noch? Thermoskanne. Oh, du hinne. Atom Limit reached, okay. Was ist das denn? Ah ne, ist nur die Lampe. Alles klar. So, dann... Irgendwo noch eine Leiter. Ne, hier geht's hoch. Ich fast übersehen. The Anderson Brothers in the 70s. It's 1976. Madness reigns at the Anderson farm. Contrary to all logic, the headiest ingredient of their moonshine is unfiltered water from Cauldron Lake. The Andersons feel like gods. Odin can't stop laughing. He contemplates cutting his eye out. Tor runs across the field, naked, shrieking, hammer in his hand, trying to catch lightning. Their songs have power. Something ancient is stirring in the depths, coming back. Oh Mann, sind die drauf. Das Rock'n'Roll. Nackig übers Feld drinne. The looked imposing, almost like a battering ram. Find a way through the barn. Ah ja, komm mal. Okay. Okay, kann man machen. The Old Gods of Asgard, 1995 Ragnarok Tour. Seattle, Bakersfield, Long Beach, New York, Newark, Detroit. Oh je, ich höre wieder Geräusche, die mir nicht unbedingt gefallen. Und ich sehe aber da was, was mir nicht unbedingt gefallen. Warum? Ich gehe mal um. Diese Waffe. Ja, komm. So. Ja, Anna allein kann kommen, kein Problem. Oh fuck! Wo? Freche Jungs. So. Barry, alles okay bei dir? Kann ich eventuell noch warten, bis ich aufgeladen bin hier? Ach, wo sind die ja schon wieder? Ach nö.
Ja, hopp. Ist. Wo ist denn jetzt der Barry hin? I think we can make it through here, Al. Der ist schon wieder 28.000 Kilometer weiter vorne. Der macht mich noch fertig, der Barry. So, hier kommen wir am besten nicht dran. Wäre ungesund, denke ich. Ebenso hier. Können wir mal gucken, ob wir da hinten irgendwas sehen? Eher nicht. Aber so. Fuck. Oh fuck! Oh fuck! Warte mal. Hui, 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 hui. Das ist so nicht genug Lichtwasserheile. Ne, dann warte mal noch schnell, bis die Lampe bis hier aufhört. Okay. Ist da hinten jetzt noch so das komische? Ja, ja. Okay. Da hinten stehst du. Wie kommst du da hinten an? Gucke, ist hier irgendwas? Nein. Glaube nicht. Okay. Wow! Those geezers had quite a production going on. Oh, you know what, Al? If we make it through this alive, I'm gonna start representing them. Yep, sell this stuff online, maybe get a reality show going, release a new single. Good luck with that, pal. Hey, you find us a way out of here, okay? I'm gonna take a closer look at this stuff. Ja, das ist schön, aber was tun wir da damit? Oh, Kick. Kick, Mama. Ja, das sieht doch vielversprechend aus. Be careful, Al. Ja, ja, danke. Versuche ich. Ja, das ist gut. War hier noch was? Nö, war nix. Oh ja, gerne. Geht noch weiter nach oben. Das ist ziemlich unfreundlich. Drei Stück mit der Schrotflint. Ja, alles gut. Nur so komischer. Großer Junge mit der Axt auf mich zugerannt kommen. Ist aus dem Stroh gesprungen. Hey Barry, wieso liegt denn hier Stroh rum? Aber nee, lassen wir mal.
So, ist hier noch irgendetwas? Oh, hier geht's aber dann auf. Ja, guck mal. Ups, was ist das? Lithium-Batterie. Gerne. As you regular listeners know, I tend to work through the night, but I'm not the only one. Deputies Mulligan and Thornton are taking a couple of moments off their busy schedule to join me here in the studio. Boys, how busy are you now? Deerfest is almost here, isn't it? I bet that keeps you in business. Pretty busy, yeah. Actually, Pat, we've been real busy with other stuff. Which concerns an ongoing investigation. We can't talk about that, Thornton. I wasn't gonna say anything. I was just saying we got, you know, other irons to fry. And how would you compare your workload to last year's? Things have seemed relatively peaceful to me, but people do tend to get a little wild this time of year. Oh, it's wild, Pat. It's pretty wild. There's been all sorts of trouble this year. Vandalism, fighting, public disturbances. A lot of people gone missing, too. Yeah, yeah, it's pretty much the usual stuff, Pat. Just, you know, a lot more of it. Now, is it just me, or does Deerfest get wilder every year? People seem to be more drunk, at least, or they start earlier and younger. Oh, it's definitely not just you, Pat, but... Definitely, Pat. Hey, I'm talking here, Thornton. Oh, shoot, I lost my train of thought. Not just me. Oh, yeah, it's wilder, Pat, but actually most of the trouble seems to be coming from grown men. People who ought to know better, you know? Kids are doing fine this year. Well, that's nice to hear at least. Boys, I want to thank you for stopping by. I'll let you get back to your patrol. Sure thing, Pat. Yeah, sure thing, Pat. Ei. Der eine findet den Polizisten spricht an und nur was der andere sagt. Das. Also Schoßhündchen oder so. I could see the building that had to be the Andersons' home on the other side of the field. It wasn't far now. I wasn't worried about trusting the ramblings of two burned-out geriatric wrecks. They had the goods. Okay. Kick. Good checkpoint reached. Das ist schon mal gut. Dann würde ich sagen, wir können hier einen kleinen Cut machen. Weil es sieht mal fast so aus, als wären es irgendwie ein bisschen verloren, wie lang war schon Spiel, aber 20 Minuten sind das bestimmt schon. Insofern würde ich sagen, machen wir hier Cut, beim nächsten Mal geht's weiter. Bis dahin dann, bye bye.